Hallo und willkommen bei Draufsicht. Was steht in deiner Macht? Heute zum Thema Gesundheit. Vor allem in den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl der Krankheiten beständig gestiegen, die erfolgreich bekämpft werden können. Doch leider kommen diese Leistungen der Wissenschaft nicht allen Menschen zugute. Durch die Ungleichverteilung bzw. den Mangel an Geldern für Prävention und Bekämpfung haben vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer unter Krankheiten zu leiden, für die es längst Therapien oder Behandlungsmethoden gibt. Dazu ein Beitrag. Arm aber sexy, so wirbt Berlin für sich. Ein cooler Spruch, aber was steht dahinter? Gesunde Ernährung, Sport, Vorsorgeuntersuchungen, was tun wir nicht alles, um gesund zu bleiben oder zumindest Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Und wenn wir dann doch einmal krank sind, gehen wir zum Arzt. Alles ganz einfach, oder? Doch lange Wartezeiten auf Termine, teure Zuzahlungen, Zweiklassenmedizin. Die sind auch bei uns verbreitete Phänomene. Doch ist das wirklich sexy? In Deutschland sterben die meisten Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Krebs ist die zweithäufigste Todesursache. Rund 650 Menschen sterben hier pro Jahr an AIDS. In Subsahara-Afrika sind es 650 Menschen am Tag. HIV-AIDS, Tuberkulose, Malaria und andere Infektionskrankheiten. Die Liste der Probleme ist lang, besonders in Entwicklungsländern, wo Medikamente Mangelware und Ärzte Luxus sind. Wenngleich die Versorgung mit Medikamenten sehr wichtig ist, hat Gesundheit immer auch etwas mit dem Wissen über mögliche Risiken, dem Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu ausreichender Ernährung zu tun. Bedingungen, die in vielen Entwicklungsländern nicht gegeben sind. Doch eine gute Gesundheitsversorgung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen zur Überwindung von Armut. Die Behandlung von Krankheiten wie AIDS oder Malaria ist heute kein entfernter Traum mehr, sondern Realität. Eine Realität, die sich allerdings oft nur auf die reichen Industriestaaten beschränkt. Denn ein Großteil der Betroffenen lebt in Gebieten, in denen Medikamente ein unerschwinglicher Traum bleiben. Die UAEM ist eine internationale Initiative mit Lokalgruppen, auch hier an deutschen Universitäten. Ihr Ziel ist es, dass Medikamente aus der öffentlichen Forschung grundsätzlich allen Menschen zugänglich gemacht werden. Dazu fordern die Mitglieder von UAEM, dass Universitäten ihre Erfindungen nur dann an private Hersteller weitergeben, wenn diese sich verpflichten, die Medikamente auch in armen Ländern zu günstigen Preisen zur Verfügung zu stellen. Wenn wir krank sind, gehen wir zur Apotheke um die Ecke. Denn für uns ist es ganz selbstverständlich, dass wir auf die meisten unserer körperlichen Beschwerden das passende Medikament zur Hand haben. Weil für viele Menschen in Entwicklungsländern der Zugang zu Medikamenten nicht so selbstverständlich ist wie für uns, hat sich vor ca. 10 Jahren Universities Allied for Essential Medicines, kurz UAEM, gegründet. Wir wollten mehr dazu erfahren und haben die Berliner Lokalgruppe der Studentischen Initiative besucht. Angefangen hat alles in den USA, wo ein neues AIDS-Medikament entwickelt werden sollte. Dieses Medikament wurde weiterentwickelt, durch die verschiedenen klinischen Studien geschleust und sollte dann auf den Markt kommen. Kam auf den Markt zu einem entsprechend hohen Preis, war damit aber nicht zugänglich für die Menschen in zum Beispiel Südafrika oder in Ländern, wo die HIV-AIDS-Problematik sehr viel dringlicher ist. Also es wurde ein Wirkstoff und Medikament entwickelt, war vorhanden, aber sozusagen nur für die westliche Welt, für die, die sich leisten können, in Anführungsstrichen. Darauf wurde die EMIA gegründet und hat in Amerika rasant Fahrt gewonnen. Wie das amerikanische Beispiel zeigt, kann öffentlicher Druck bewirken, dass Medikamente zu einem geringeren Preis angeboten werden. Doch was macht UAEM eigentlich hier in Berlin? Wir besprechen Aktionen, planen Aktionen und führen Aktionen durch. Bis jetzt haben wir Einfluss auf die Drittmittelsatzung genommen. Wir konnten dort einen Paragraph einbringen, der den gerechten Zugang zu Medikamenten weltweit fördern soll. Außerdem engagieren wir uns innerhalb der Universität. Wir machen Informationsveranstaltungen, auch Lehrveranstaltungen mit den Studierenden, um auf die Themen von UAEM und überhaupt auf globale Gesundheit aufmerksam zu machen. Aufmerksamkeit erreichen die Mitglieder von UAEM auch durch öffentliche Aktionen, wie zum Beispiel der Organisation eines zugangsdiagnostischen Stadtrundgangs. Sie wollen darüber informieren, dass Krankheiten wie Malaria oder Tuberkulose bei der pharmazeutischen Forschung vernachlässigt werden. Die wenigen Medikamente, die zur Bekämpfung dieser Krankheiten beitragen, sind in der Regel sehr teuer, für die Betroffenen in Entwicklungsländern oft sogar unbezahlbar. Hohe Preise sind einer der Gründe, warum pro Jahr mehrere Millionen Menschen sterben. Wie kommt es zu so hohen Medikamentenpreisen? Das ist so, dass ungefähr 40% der weltweiten pharmazeutischen Forschung an öffentlichen Einrichtungen gemacht wird. Also zum Beispiel Universitäten wie hier an der Charité. Diese Medikamente oder diese Wirkstoffe werden dann patentiert von den zuständigen Technologietransferstellen an der Uni. Und dann werden sie möglichst gewinnbringend lizenziert an private Hersteller, die diese Wirkstoffe dann benutzen und weiterentwickeln, die dann klinische Studien durchführen und das Medikament letztendlich versuchen, zur Marktreife zu führen. Pharmazeutische Unternehmen haben also häufig Exklusivrechte an den Ergebnissen öffentlicher Forschung und diktieren somit auch den Preis der daraus resultierenden Medikamente. Um dieses Problem anzugehen, treffen sich die Lokalgruppen von UAEM Deutschland zweimal pro Jahr zu einer gemeinsamen Konferenz. Dabei entwickeln sie Strategien, wie gerade auch Studenten hier in Deutschland etwas tun können, um den globalen Zugang zu Medikamenten zu ermöglichen. Zum Beispiel mit sogenannten gerechten Lizenzen. Gerechte Lizenzen beruhen auf einer ganz einfachen Idee. Und diese Idee lautet, wenn eine Uni ein Forschungsergebnis, eine Erfindung an einen privaten Hersteller auslizenziert, dann kann die Uni Bedingungen stellen. Und sie kann zum Beispiel sagen, dass das resultierende Medikament ganz am Schluss, also dann nach einer längeren Frist, in Entwicklungsländern, in armen Ländern oder ganz einfach global zugänglich sein muss, zum Beispiel durch günstige Preise oder durch die Vergabe von Lizenzen an generische Hersteller. Interessierte sind zu den Lokaltreffen der UAEM herzlich willkommen. Und ihr könnt mehr Informationen auf den UAEM-Webseiten finden. HIV hat sich in den vergangenen Jahrzehnten einen Spitzenplatz in der Bekanntheit unter den Immunschwächekrankheiten erobert. Trotzdem breitet es sich ungehindert aus. Die Betroffenen leiden in den meisten Fällen nicht nur unter den direkten Folgen der Krankheit, auch Stigmatisierung und Ausgrenzung sind Folgen. Doch es gibt natürlich auch Initiativen, die sich aktiv gegen eine solche Diskriminierung einsetzen. Vor allem Präventionsmaßnahmen und Aufklärungsarbeit sind nötig, um das HIV-Virus langfristig einzudämmen. Rund 70.000 Menschen leben in Deutschland mit HIV oder AIDS. Die Krankheit belastet physisch und psychisch. Schwieriger noch sind die Vorbehalte, mit denen viele Betroffene leben. Ralf Ehrlich ist HIV-positiv. Er selbst berät HIV-Positive in einem Berliner Gefängnis. Dort ist der Umgang mit der Krankheit besonders schwer. Es sagt wirklich keiner, es behält jeder sozusagen für sich, weil natürlich auch sofort, und das ist dann vielleicht nochmal das sehr, sehr viel schwierige Stigma oder Diskriminierung, die da laufen könnte, ist die, dass die hauptbetroffenen Gruppe von HIV und AIDS halt Schwule sind. Und dann auch noch schwul, also schwul und krank zu sein, also das ist ja das, was im Knast gar nicht geht, ne? Es spiegelt so ein bisschen auch die Gesellschaft wider, wie sie draußen eigentlich ist, so ein bisschen. Dass es halt sehr viele zwar aufgeklärt sind, das Wissen darüber, aber sehr, sehr viele Vorurteile, sehr, sehr viele Diskriminierung einfach noch stattfindet. In der Gesellschaft wird HIV und AIDS kaum wahrgenommen. Oft verschweigen Betroffene den Virus oder ihre Krankheit. Abgestempelt als Krankheit unterentwickelter Länder oder als Konsequenz seltsamer sexueller Praktiken leben die Betroffenen mit einem Stigma, das sie selbst verarbeiten müssen und mit dem es sich nicht leicht lebt. Ich habe 1996 erfahren, dass ich HIV-positiv bin. Habe das Ergebnis beim ganz normalen Hausarzt bekommen, der mir dann damals sagte, halt, weil er auch noch nicht viel Ahnung hatte von HIV, denke ich mir, dass ich noch 4 bis 5 Jahre zu leben hätte. Und da gab es halt schon einige wenige, die sich teilweise natürlich auch ohne Begründung, die sich dann einfach nicht mehr zurückgemeldet haben. Und nachdem ich ihnen das Ergebnis irgendwie erzählt hatte, dass ich halt positiv bin, und war schon teilweise schwierig. Vor allen Dingen nachher halt im Erwerbsleben. Also ich wurde dann irgendwann arbeitslos und habe dann versucht, neue Arbeit zu finden und habe halt auch einen Schwerbehindertenstatus. Und da habe ich erst immer überlegt, tust du es verschweigen, sagst du es nicht, erzählst es nicht. Und Dann hatte ich aber auch schon andere Leute kennengelernt, wo ich mitbekommen habe, dass denen halt diese ganzen Lügengeschichten immer zu erzählen und wem hast du was erzählt und wer weiß es eigentlich und wie viel weiß er wirklich, davon empfand ich immer als sehr, sehr schwierig. Dabei ist Deutschland ein aufgeklärtes Land. Über AIDS wird in der Schule informiert, es gibt Kampagnen zum Thema auf den Straßen. Doch wissen die Deutschen zu wenig? Ich weiß, dass es in vielen ärmeren Ländern natürlich sehr häufig zu AIDS kommt, aber jetzt hier in Deutschland würde ich es eher gering einschätzen. Ich glaube nicht, dass es hier so ein großes Problem ist. Ich weiß nicht, es ist doch mehr so in Afrika und so, dieses Problem. Aber hier? In Deutschland ist es halt nicht das Problem. Vielleicht, wenn ich AIDS hätte, würde ich es anders sehen. Aber im Moment denke ich halt nicht so viel darüber nach. Und ist für mich dementsprechend die Problematik halt nicht so groß. Und ich brauche halt auch nicht mehr Informationen. Das ist eigentlich kein Problem. Also man weiß ja, wie man sie schützen kann. Ne? Und man hat damit auch kein Problem. Ne? Ja, Kondome und so. Und einfach aufpassen, Hände waschen und alles. Ne? So eben. Bei Markus Wickert in der Berliner AIDS-Hilfe stoßen solche Aussagen nicht auf Verwunderung. Prävention vererbt sich nicht. Also jeder muss sich sozusagen immer wieder selbst informieren oder informiert werden, immer wieder neu sich das erarbeiten. Das heißt, es muss immer wieder, jede Generation muss neu herangeführt werden. Und natürlich ist es aus der Öffentlichkeit verschwunden. Also auch heute noch 2011 gibt es, dass Leute, Freunde, Familie sagen, wir kommen damit nicht klar, wir verstehen das nicht, bitte geh, wir können dich nicht unterstützen, wir wollen dich nicht unterstützen und schicken die Leute quasi weg. Ralf Ehrlich hat seinen eigenen Weg gefunden. Es stand für mich eigentlich dann irgendwann relativ schnell fest, dass mit dem Positivsein ich halt auch positiv umgehen muss. Also ansonsten mein Kopf da nicht mitmacht. Und dass ich weiß, ich habe ein Netz, wo ich aufgefangen werde, wenn es mir mal scheiße geht. Und diese Tage habe ich auch, ganz klar. Und ich bin ja eigentlich auch hier auf der Welt zu leben und nicht irgendwie zu sterben. Von daher ist das Sterben natürlich schon immer im Kopf irgendwo. Aber ich versuche es... mit viel Freude, viel Engagement und vielen Freunden einfach dieses Gefühl ein bisschen nach hinten zu drehen. Jährlich sterben 600 Menschen an den Folgen von AIDS. Das war die 6. Folge von Draufsicht, was steht in deiner Macht, heute zum Thema Gesundheit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Wünsche und Anregungen an unsere Adresse. Bis zur nächsten Sendung, wenn ihr wollt. Bis dahin.